Okay, warte, und hier sollten wir eigentlich. Doch. Die goldene Fahne. Ja, machbar sein eigentlich. Ich mache es aber alles auf die gleiche Höhe. Warte, komme ich jetzt überhaupt drauf? Nein. Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Super Mario 3D Land. Und ja, Leute, heute geht's weiter. Heute machen wir jetzt hier direkt als erstes, ja, das Luftschiff von Welt 6. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, ohne viel zu labern. Ne, und starten einfach mal mit dem, ja, sechsten, oder was heißt, nee, nicht sechstes Luftschiff, sondern Welt 6 Luftschiff. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt bis jetzt drei Luftschiffe und zwei Castle. Wieder mit diesen, ja, Stachelsäulen. Genau, okay, cool. Nur diesmal natürlich ein bisschen anders. Und die sind sogar diesmal viel schneller. Okay, und was ist das wieder für eine lame Starcoin? Ja, okay, oh ja, es ist schwieriger. Es ist auf jeden Fall schwieriger. Die Stachelsäulen, die sind auf jeden Fall deutlich schneller geworden. Okay, schon mal nice, ja. Genau, ich bin aber dann jetzt auch mal. Ah, warte, warte, warte. Hä? Ach so, nein, 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 nein. Nein, was, was? Was, was, was? No way. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, was? Ich habe mich gerade über die erste auf so lustig gemacht, dass ich jetzt einfach die zweite. Ja, verpasst hab. Nice. Ja gut, aber die dritte ist jetzt auch nicht wieder besonders. Also, pff, ja. Die zweite war jetzt diesmal besonders. Da muss man jetzt wirklich was machen, so. Ja, aber die dritte und erste war Schmutz. Mann, jetzt muss ich was nachholen. Letzte Folge mussten wir gar nichts nachholen. Keine goldene Fahne. Was ist denn hier los, Alter? Und ja, gar nichts. Aber diesmal, ja, müssen wir jetzt schon direkt am Anfang was nachholen. Cool. Und Punpun, ne? So heißt du doch, ne? Hast du jetzt noch ein bisschen. Oh, okay. Hat doch noch was gebracht, um mich aufzuhalten. Oh Gott, vor allem beim Springen, ne? Ich kann so voll gegen sie mit dem Kopf anschlagen. Bro, bleib stehen. Du Schwein. Ja. Oh. Das Ding ist sogar. Ja, eben, weil die in der letzten Folge musst gar nichts nachholen. Und ich nehme auch diese Folge direkt nach der letzten Folge auf. Genau, aber genau. Hä? Warum wurde ich getroffen? Warum wurde ich getroffen? Ich habe doch hier noch auf sie gesprungen. Betrug. Genau, und deshalb ja. Ne? Weiß ich es ja noch ganz genau, ne? Ja, ich bin gerade wieder ein bisschen in der Vorproduktion, ne? In der Nachtschicht. Ne? Ein bisschen vorproduzieren. Okay, da ist nichts mehr, okay. Diesmal mal nicht. So, jetzt bitte auch noch die goldene Fahne. Aber Tanuki mal zur Sicherheit. So, komm mal her. Einfach mal, ja, hinrennen. Also mit Tanuki sind eigentlich die goldenen Fahnen immer safe. Das ist schon mal klar. Also das ist auf jeden Fall, ja. Mit dem Tanuki ist es immer safe. Ja, das stimmt. Okay. Dann ja, würde ich sagen, auf ein neues, ne? Hole ich dann ganz schnell die zweite Starcoin nach. Ja, bevor wir dann natürlich in Welt 7 reinsteppen, ne? So, Leute, ich bin jetzt hier und ich würde sagen, diesmal geben wir mal etwas mehr Gas und kriegen sie damit auch, ne? Okay, ja, es ist halt schon auf jeden Fall, ja, herausfordernder, aber ja, an sich hätte ich schon gewusst, dass sie da wäre, dann hätte ich es schon beim ersten Mal geschafft, aber egal. So, Starcoin nachgeholt und damit können wir jetzt weiter in Welt 7. Ich würde sagen, let's go. Gehen wir direkt mal hin. Und guck mal, wie wir direkt bekommen natürlich jetzt auch direkt einen weiteren Brief. Ein Brief mit Tanuki einfach. Tanuki-Schwanz einfach. Ja, nicht schlecht. Okay. Ja, jetzt wird Peach aber von allen angegriffen. Okay. Ja, jetzt ist Mario wieder in Panik, ne? Ja, weil beim letzten Brief war Mario entspannt, ne? Sehr entspannt. Jetzt ist Mario wieder in Panik und oh mein Gott, die Musik. Boah, ja. Das war auch so episch, so ein bisschen, ja. Und es geht sogar erst direkt los mit Welt 7.1, mit einem Wasserlevel. Ich glaube, es war sogar ein etwas schwierigeres Level. Und allgemein, der Schwierigkeitsgrad, der steigt ab jetzt enorm. Also jetzt wirklich auch einigermaßen schon höher. Und wir haben jetzt echt gar kein Item. Ne? Und das ist halt echt schon ein Problem. Und oh mein Gott, man konnte hier echt mit einem Tanuki einfach mal darüber springen. Einfach schon ans Ziel springen. Das war halt echt schon cool. So. Als Speedrun und so. Wenn du Speedrunst, dann kann man das auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall schon cool.
dass es halt möglich war. War aber, denke ich mal, nicht mal so vorgesehen eigentlich, ne? Ich meine, klar. Schwein! Komm her! Schön Geld. Immer gut. Gibt es uns vielleicht noch eine Röhre? Nee. Ah, doch. Aber noch mal ein Bonus. Ja gut, ich weiß, dass ich da runter muss. Und da ist noch was, oder? Das kann nicht so leer sein. Hier vielleicht an dem Stampf, auf dieser Muschel? Nee. Okay. Geht das gar nichts, okay? Das ist komisch. Naja, geil. So, ich möchte jetzt bitte gerne ein Item. Immer einen Pilz, okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war denn das? Der Fisch hat mich einfach... Ich war schon so nah am Fisch, dass er mich fast geküsst hat, Alter. Oh mein Gott. Ich will einfach nur ein Item. Meine Fresse. Ich habe nichts. Ein Hit und ich bin tot. Oh, das ist so schwer jetzt. Ja, Pilz. Pilzi. Oh, danke, danke, danke. Cheep, cheep. Stirb. So, ich muss gucken, vielleicht ist da ein Starcoin oder so. Ja, ist da sogar eine. Cool. Und ein P-Switch. Ne, immer ganz gut. Okay. Geht's hier direkt weiter? Ja, doch. Ja, doch. Das ist der Weg zum Weiterkommen. Ja. Geht's hier weiter? Müssen wir aufpassen, die fressen hier ein, ne? Warte, hä? Muss ich da... wo muss ich zuerst? Ich weiß jetzt nicht. Hä? Ist die Röhre jetzt Bonus oder geht's hier weiter und... Oder, ach, keine Ahnung. Warte. Ja, doch. Ich glaube, da wird so ein Strudel. Ich glaube, da kommst du nicht mehr zurück. Ich gehe jetzt erstmal in die Röhre rein. So, an euch vorbei. Und ab in die Röhre. Starcoin 1 haben wir. Ja, das ist Bonus. Starcoin 2 fehlt uns. Aber hier ist ja keine Starcoin 2. Okay. Oder? Nee. Okay, krass. Ich hätte sogar gedacht, hier ist Starcoin 2, aber nee. Anscheinend nicht. Okay, krass. Naja, weiter geht's. Nicht... Ach Gott, dein Ernst, Alter. Wie unnötig. Mann, na, ich hab echt gar keine Items. Das ist halt überhaupt nicht geil. Ja, ich jetzt wirklich so ein Strudel. Checkpoint. Checkpoint. Ja, gut. Okay. Wieder du, ne? Dich haben wir auch schon etwas länger nicht mehr gesehen. Oder euch. Boah, ich glaube, in diesem Level waren wirklich die Starcoins echt sehr gemein versteckt. So gut ich noch in Erinnerung habe. Aber ich hasse, wie gesagt, Wasserlevel. Ich mag zwar die Atmosphäre und so, aber... Oh, die sind halt immer schwer. So an sich. Immer so die schwerere Art von Leveln. So gefühlt immer. So, weiter runter. So. Gucken wir mal hier weiter. So. Ja, komm. Hä? Wie soll ich da rein? Oh nö, Bro. Ja, wie soll ich das aufmachen? Ich kann das doch nicht ohne Tanuki machen. Hä? Nein, Bruder. Ja, komme ich jetzt gleich zurück? Ja, brä. Kein Bock, Tanuki jetzt noch zu holen dafür. Ja, deine Mom, Alter. Ich wusste ja auch nicht, ob es jetzt hier überhaupt ein Tanuki gegeben hat. Oder Feuerblumen oder so. Wahrscheinlich schon. Oder warte. Hä? Sag uns zwei. Okay. Okay. Jetzt bloß nicht sterben. Es war... Okay, vielleicht... Ey, vielleicht braucht man da doch nicht hin. Oh mein Gott, geil. Ja, man muss da wirklich nicht hin. Oh mein Gott. Okay, geil. Wir holen sie gleich. Warte, Moment. Jetzt ganz schnell. Okay, passt. Oh mein Gott, geil. Aber jetzt bitte nicht wegen der Piranha-Pflanze oben sterben, ne? Uiuiui. Geil. Und dann noch ein Pilz. Nice. Oh, schön, Alter. Jetzt natürlich noch die goldene Fahne. Ja. Bitte mach keinen Kack. Warte, kann ich da keinen Weitsprung machen? Leute, warte, ich kann doch da jetzt gar keinen Weitsprung machen, oder? Weil wenn ich R drücke... Nein. Ich muss jetzt echt hoffen, dass ich mit einem normalen Sprung das schaffe.
Ja, oha, die Zeit. Wow. Ja. Danke, Alter. Ich darf leider nicht so schreien, weil es nachts ist, Alter. Geil. Geil. Boah, schön, Alter. Das ist einfach direkt so. Ah, so angenehm. Man muss diese blöden goldene Fahne dann nicht nachholen. Weil das ist halt einfach unnötig, Mann. Jetzt wieder das ganze Level spielen, gar keinen Bock. Oh, und das nächste Level, das war wie auch direkt schwierigkeitsmäßig ziemlich hardcore. Vergiss nicht, eine Pause einzulegen, wenn du müde wirst. Nee, Bruder. Lass mal sein. Ich muss ein bisschen vorproduzieren. Welt 7, Level 2. Let's go. Ja, mit diesen, ja, man sieht es ja schon, mit diesen Stachelketten, ne? Die so hin und her geschwungen werden. Genau, aber es war ein cooles Level. Es war ein cooles Level. Ne? Aber Leute, krass, wir sind einfach schon in Welt 7, ne? Und Welt 8 ist ja dann auch schon die letzte Welt. Letzte normale Welt zumindest, ne? Ja, genau. Also es geht schon echt krass voran. Warte, die wievielte Folge ist es jetzt schon? Siebte? Doch, das müsste die siebte sein. Ne? Stimmt. Doch. Es ist die siebte Folge. Ich denke mal, das Projekt wird auch ungefähr 20 Folgen haben, glaube ich. Wenn wir weiterhin so gut vorankommen wie jetzt. Ich denke, das Projekt müsste dann ungefähr 20 Folgen am Ende haben. Ne? Und ich denke auch, das ist auch eine gute Zahl an Folgen. Ich denke, das ist dann eigentlich auch gut machbar. Und auch entspannt. So. Okay. Dann sind wir jetzt draußen. Sieht aber auch cool aus, ne? Mit dieser Atmosphäre. Diese Art Burg oder so. Jetzt sind wir außerhalb. Ne? So, da ist nichts oben. Okay. Okay. Oh, eine Feuerblume. Endlich mal wieder ein Item. Ne? Nicht nur Pilze und klein sein und so. Ne? Das war jetzt eine lange Zeit. Jetzt ist auch mal Ende Gelände. Doch, Digga. Ja. Gerade eben davon geredet, ey. Alles klar. Nein. No. Ja, ich bin auch zu lost. Ich mach zu schnell. Was ist da? Achso, ich habe alles. Okay. Oh, wieder die goldene Fahne. Was ist jetzt? Nein. Ich darf jetzt hier nicht sterben, ne? Komm. Ja. Oh mein Gott, nennt mich Pro-Gamer. Alter. Geil. Oh mein Gott, geil, Mann, dass es klappt, ey. Das ist so schön. Geil. Oh, schön, Alter. Keine goldene Fahne nachholen. Ich hasse es, die goldenen Fahnen nachzuholen. Ich schwöre, ich hasse es. Alter. Ist so schön, dass es klappt. Gut, dann geht's weiter mit einem Toadhaus. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Direkt mal rein da. Ja, das machen wir jetzt auch natürlich direkt. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen, Alter. Wir sind komplett klein, ich habe gar kein Item. Direkt mal rein. Ist es nicht ein goldes? Ah, oh, ne. Ein ganz normales Geschenk. Naja, besser als nichts, ne? Halt, wie gesagt, trotzdem besser als gar nichts. Das ist ja so, ne? Das ist ja so. Okay. Dann machen wir jetzt aber weiter mit der schwarzen Fragezeichenbox. 70 Sternmünzen brauchen wir dafür. 70 Starcoins. Wir haben 113. Wir haben jetzt wieder alle. Wir haben jetzt bis jetzt halt wirklich alle schon. Alle Level 100%. Oh mein Gott, das Level war auch geil. Ja, so im Wald mit diesen Bounce-Dingern. Oh, geil, mit diesen Bounce-Seilen. Geil. Ja. Und die Musik ist sowieso geil. Diese Troll-Musik. Ups, hab grad Schluck auf. Nicht Schluck auf, aufstoßen musste ich. Nennt man das Aufstoßen? Wenn man so immer manchmal machen muss? Halt, ich nenne das die Vorstufe von Schluck auf. Ich meine, Schluck auf ist wirklich furchtbar. Aber Schluck auf habe ich irgendwie voll selten. Ist es nicht sogar so, dass man Schluck auf, je älter man wird, desto seltener man das hat? Ich habe das irgendwie immer so gehört. Je älter du bist, desto seltener kriegst du Schluck auf. Stimmt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil Schluck auf ist doch, glaube ich, an sich etwas, wenn du irgendwie, keine Ahnung, falsch atmest in den falschen Rhythmus oder so. Oder, ja, ist doch irgendwie so, ne? Wenn du irgendwie in einem falschen Rhythmus atmest oder geatmet hast oder so. Ich glaube, daran liegt es doch, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Wenn jemand von euch davon mehr Bescheid weiß und so, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ne? Damit ich es dann endlich mal weiß. Ne?
Sonst google ich das halt selber. Ich glaube, ich vergesse es eh nach der Aufnahme. So, und ich nehme mir auch nach der Aufnahme noch eine Folge auf. Das ist ja das Ding. Ne? Ich guck mal, ich denke mal noch eine Folge nach der Aufnahme. Genau. So. Bestimmt noch eine weitere. Okay, da ist Darko Nummer 2 wahrscheinlich. Und ein Tod höre ich. Tod? 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 Wo denn? Bro? Hä? Bist du denn? Sorry, Bro, ich weiß nicht, wo du bist. Digga, willst du mich verarschen? Digga, wo bist du denn? Ich höre ihn rufen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich sehe ihn nicht. Ach, da! Ihr Pisser, ich sehe euch nicht, Mann. Boah, 2 Pilze. Na, immerhin ein Item. Hm. Bei dir, ich habe ja gar nicht gesehen. Meine Fresse. Digga. Okay, 2 Starcons haben wir jetzt schon mal. Eine fehlt noch. Ich bin aber echt mit meinem, ja, mit meinem Skill bis jetzt in dem ganzen Projekt bis jetzt mega zufrieden. Ja, was ist das wieder für ein Starcon, Bruder? Die ist wieder so einfach. Aber ja, ich bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden. Klar, es ist jetzt auch nicht so krass. Es ist jetzt halt auch eigentlich gar nicht schwer, das Spiel, ne? Aber selbst obwohl ich, Bro, jetzt machen wir bitte auch keinen Scheiß, ne? Also, ne? Aber selbst wenn ich, obwohl ich abfilme, ne? Klappt das sogar sehr gut. Worüber ich natürlich sehr froh bin. Okay, warte, und hier sollten wir eigentlich, doch, die goldene Fahne. Ja, machbar sein eigentlich. Ich mache aber alles auf die gleiche Höhe, damit ich einen Weitsprung machen kann. Ne? Ich bin wieder so schlecht, ich habe alles wieder verloren. Alle meine ganzen Items. Ey. Und ich habe noch einen Pilz. Als großer Mario ist es doch immer besser, ne? Ja, dann machen wir es mal so. Warte, komme ich jetzt überhaupt drauf? Nein. Oh Gott. Bin ich lost. Digga, ich mach's auch ganz nach oben, aber check nicht, dass ich da jetzt gar nicht mehr drauf komme. Ich trottel. Oder? Warte. Mach mal einen Sprung. Nee. Ach, Bro. Och. Mann, dann hol ich sie halt nach. Och, Digga, wie unnötig. Mann. Ey, das war jetzt echt, das muss man echt schon sagen, das war jetzt echt mega unnötig. Das war echt mega unnötig, Alter. Naja, dann hole ich sie halt nach. Okay, Leute, dann würde ich sagen, versuchen wir es einfach mal gleich noch einmal, ne? Ich mach's erstmal so. Okay, guck mal, ob das ausreicht. Noch eins höher. Oder halt zweimal. Oh Gott, nein, auf keinen Fall noch höher. Hallo? Okay, Bro. Oh Gott, ey. Hat gerade noch Schiss beim Hinspringen. Meine Fresse, ey. Junge, ich muss sogar sagen, ich hatte gerade echt Probleme, durch das Level zu kommen. Ich wurde die ganze Zeit getroffen, ne? Es war wieder so schlimm. Bruder, ey. Aber man kriegt auch gar keine Items in diesem Level, meine Güte. Alter, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch in dieser Folge Welt 7, Level 4. Das passt auf jeden Fall noch in diese Folge rein. Ne, genau. Und dann, ja, passt es auch schon. Und das war auch ein ganz besonderes Level. Diesen ganzen Mechanismus und so, diesen ganzen Zahnrädern und so. Mega nice. Und die Musik auch. Richtig geil. Okay, 3 Bob-Oms. Gib mal bitte in die Luft, danke. Wo muss ich? Ach so. Ah ja, von da rüberspringen. Was gar nicht mal so einfach ist. Okay. Ah, und da ist schon direkt ein weiteres Starcoin. Also die erste Starcoin. So, okay. Die war machbar. Gut. Ich kenne auch das Level, ja. Passage jetzt zum Beispiel. Passagen. Hier. Nein, ich hab dich nicht gesehen. Och, Digga. Scheiß Monty Maulwurf. Digga, einfach Reset hier von Animal Crossing. Junge. Achso. Ich geh jetzt auch noch vorbei. Also durch. Achso, okay, das ist nur so ein anderer Ausgang. Töten wir dich mal. So.
Ah, komm ich da noch mal hoch? Hier. Ja, ne? Komm, 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 komm. Ja. Schön. Warte, aber. Nee, ich gehe da mal hoch, ne? Bro, ich bin gesprungen. Ich hab diesen A-Knopf gedrückt. Ich hab diesen bescheuerten A-Knopf gedrückt. Ich bin nicht ge. Digga. Nee, das sehe ich nicht ein. Das ist Betrug. Das war gerade aller echter Betrug. Unglaublich. Ich hab A gedrückt. Das gibt eine Anzeige. Ja, nee, Bro, aber. Ach, Digga, ach, komm, halt doch dein Maul. Ehrlich, jetzt mach keinen Scheiß, Mann. Das war gerade echt Schmutz. Okay. Egal. Wir waren ja auch nicht, noch nicht so lang, so weit im Level. Also, nicht so schlimm. So. Dann gehen wir jetzt lieber erstmal nach oben. So. Gucken, ob hier vielleicht noch irgendwie ein Starcoin ist. Ja, ist auch eine. Ah, wir brauchen sogar den Monty. Maulwurf dafür. Auf jeden Fall ist es mit ihm einfacher. Weil wenn wir jetzt noch einen Wandsprung machen, dann könnte die Gefahr bestehen, dass wir halt runterfliegen. Ne? Oh Gott, nicht so schnell. Okay. Ja, hier wird es jetzt echt gefährlich. Das ist jetzt schon echt sehr gefährlich jetzt. Ne? Jetzt können wir gleich rüber. Oh mein Gott. Oh nein, was willst du denn jetzt noch? Geh weg. Oh, drop da bitte irgendjemand einen Tanuki. Ich brauche einen Tanuki. Okay, Starcoin, gut. Starcoin. Kurz warten, bis wir rüberspringen können. Die nächste. Von diesen Drehteilen. Weg mit dir. Wir haben alle Starcoins, okay. Dann ist jetzt nur noch das Problem, die goldene Fahne. Oh Gott, Mann. Okay. Ja, ich denke, mit einem Weitsprung sollte es eigentlich. Oh mein Gott. Wieder machbar sein, warte. Ja, von dort oben, wo er gerade eben war. Ist es dein Ernst? Ist es dein gottverdammter Ernst? Aber nee, ich kann es nicht so machen. Ich brauche einen Tanuki dafür. Ich brauche einen scheiß Tanuki dafür. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ich hole mir einen Tanuki, Leute. Okay, dann machen wir noch das. Ich blende es dann auch noch gleich ein, ne? Also, ja. Wow. Ich hole mir ganz schnell noch einen Tanuki von der ersten Welt. Oder vom Tauthaus oder so. Okay, dann. Okay, Leute, dann würde ich sagen, probieren wir es einfach noch einmal aus. Diesmal aber ohne Weitsprung, sondern ganz normal mit Tanuki. Und ja, es hat jetzt geklappt. Ja, okay, ich bin halt vorhin einfach in ein Toadhaus gegangen und habe mir halt einfach einen Tanuki geholt. Und ja, ne? Ganz schnell nachgeholt. Wie gesagt, im Video ist es einfach gecuttet, ne? Also eigentlich auch kein Problem, ne? Okay, dann würde ich aber sagen, ne? War es dann auch mit dieser Folge von Super Mario 3D Land? Ja, in der nächsten Folge machen wir hier mit Welt 7 weiter. Und genau, dann kommen wir hier sogar schon mit Welt 7 zu halt Welt 7, Level 5, ne? Und danach zum Luftschiff und dann geht's auch schon zur anscheinend letzten Welt, ne? Welt 8. Aber ja, mal gucken, ne? Dann würde ich sagen, ja Leute, das war's mit der Folge von Super Mario 3D Land. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, ja Leute, haut rein, ja, und dann ja, bye und bis zur nächsten Folge.